Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Also manchmal, weiß ich nicht, ist das Spiel so ein bisschen komisch, ne? Also wieder mir fehlt hier irgendwie was, wie ich klicken kann, oder das Spiel ist komisch. Also hier, Mission Felsbrocken, ne? Da muss man ja dann irgendwas dahin machen. Ich weiß ja nicht, was wollte ich auswählen, die Aufgabe, ne? Aber du hast hier, ach da, der lange Weg heißt das. Ah, warum schreiben Sie hier nicht der lange Weg? Jetzt weiß ich, okay, gut, alles klar. Den wollen wir auswählen. Da brauchen wir zwei Ersatzteile. Haben wir denn hier irgendwo noch Ersatzteile rumzuschweben? Ah, guck mal. Aber ich weiß nicht, ob wir da zwei haben. Da können wir die holen. Und sonst eigentlich nicht. Aber ist ja keine schwere Mission, wenn wir sagen, okay. Wo ist denn unser Pacer eigentlich? Ist hier hinten oder was? Kahn. Ist er da? Und der Pacer ist ganz da hinten. Ja, nehmen wir den mal. Machen wir mit dir die Mission. Müssen wir natürlich den Dingsen. Hier müssen wir mit den Fetten, glaube ich, hin, ne? Kann das sein? Können wir natürlich auch mal probieren. Machen wir erstmal Bergen ab vor Firma. Wir können ja hier mal gucken, ob wir hier irgendwas Neues haben. Glaube nicht so richtig, ne? Federung, wir haben ja kaum Upgrades gefunden. Ne, hier haben wir die Schnellstraßenreifen immer noch. Aber wir haben auch. Ne, die haben wir ja ausgewählt. Und die könnten wir verkaufen. Hier verkaufen. Da kriegen wir nämlich noch, boah, ganze 3000. Sonst haben wir keine. Wir haben schon die guten. Dann haben wir die Winde, Differential, Ersatzrad, der Schnorchel. Aha. Was macht der? Keine Beschreibung ist, ne? Ach so, da oben. Sieht denn dazu keine Verbesserung der Eintauchtiefe? Und wozu kaufe ich sie? Nö, denn nicht. Ah, die Rahmenaufsätze ist ja klar, ne? Aber wir lassen mal die Pritsche. Auslegekran. Eine Abschleppbühne, ne? Also ich denke mal, wir haben ja ganz normal, boah, Pritschenwagen, ne? Pritschenaufbau. Das hier, Pritschenwagen. Achso, das ist dann flach. Das ist ein Unterschied zwischen. Ah, naja, wir lassen das erstmal so. Was ist der Unterschied zwischen flach und jetzt hier so mit Seite? Ah, hier steht noch einer im Weg, oder? Achso, der Scout steht noch im Weg. Bin ja gespannt, ob der Scout jetzt leer geht. Aber ich glaube nicht. Warum sollte der leer gehen? Wenn der Motor bleibt jetzt Ewigkeiten an. Den soll er halt. Ne? Wir sind ja eine Werkstatt. Das denke ich mal, ist jetzt nicht so schlimm. So. Und weiter geht's. Geht relativ fix. Ja, auch hier erkennt er im Hintergrund, ne, dass wir schon langsam umziehen. Es geht langsam in die Vollen. Renovierung haben wir soweit bestandsmäßig erstmal so weit, dass wir sagen, jo, das passt. Und jetzt können schon die ersten Kartons und Möbel rüber. Sowas wie Kleiderschrank und sowas. Ne? Was ist denn, ja, wenn ihr es heute Abend seht, ist denn schon ein wenig angelaufen und schon Kleiderschrankmäßig schon was drüben. Und vielleicht Couch und sowas, weiß ich noch nicht. Da kann ich euch morgen den mehr erzählen. Aber es geht jetzt hier langsam richtig
voll los. No. Diesbezüglich weiß ich auch noch gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe so gesehen, ich glaube 5 Tage, 6 Tage kein Internet. Müsste dementsprechend auch denn nicht, wie ich das jetzt hier so mit, ja, müsste ich denn irgendwie noch schaffen, während des Umzugs ein bisschen vorzuproduzieren. Da schauen wir mal, wie wir dazu alles hinkriegen, ne? So, hier geht es noch alle ganz gut. Richten wir mal einen Lastgang. Und Differential. Ich will eigentlich ein bisschen nicht in den Baum. Ja, ja. Ein bisschen so am Rand lang. Statt hier mal eine Pumpe rein zu hauen, ne? Die Natur trocknet aber auch nichts mehr. Die Natur ist auch nicht mehr das, was immer war. Früher haben Pfützen noch getrocknet. Heute bleiben sie ganz jahresfeucht. Schlimm, schlimm, schlimm. So, viele Meters haben wir nicht mehr. Der quält sich jetzt da hier nur noch ganz bisschen nach oben. Oh, shit. Ja, hier wird es natürlich dann auch so eine Sache, ne? So, erstmal ditte, ditte. Ja, das schafft er irgendwie. War dunkel langsam. Aber irgendwie haben wir es jetzt so geschafft und schaffen das auch hier nach oben. Dann haben wir auch das geschafft. So, gib mir meinen Kies. Dann gucken wir mal mit den anderen hier jetzt, wie es weitergeht. So. Also ich finde es ja in der Dämmerung zu fahren echt hübsch, aber man sieht durch Licht und Schatten nicht mehr ganz so gut, ne? Frage ist natürlich für uns auch. Guck mal, hier würde denn Jans nach unten gehen. Ach, hier bei. Oh, okay. Hier hätten wir ja gleich nach unten, aber hier ist irgendwie so komisch. Okay. Da müssen wir so weitergehen. Irgend so ein Haus kommt jetzt hier. Müller Tom oder so. Aber ohne Aufgabe. Oder hat der wenigstens einen Truck hier? Ist das jetzt meiner? Ah, der ist ein bisschen kaputt. Also das heißt, wenn ich den jetzt hier in die... Den kann ich ja einfach bergen. Okay. Okay. Also muss ich auch sagen, ich hätte ja mal wenigstens den Kahn irgendwie laden können. Oha. Und das wird hier, glaube ich, jetzt nichts mehr großartig. Aber wir haben ja noch Projekt, wir fahren mit unseren Heavy Duty oder probieren zumindest da hinten hinzufahren. Wir haben ja noch das eine da wegzuschleppen.
Und dann irgendwann kommen auf jeden Fall im Black River dann unsere Firmenaufträge, ne, die wir irgendwie alle machen müssen. Ich hänge jetzt schon fest. Okay, ich hänge jetzt schon fest. Also musst du dich nicht weiter jetzt bemühen. Wir machen Bergen hier auch. So. Und dann kommt hier das Ungetüm. Da bin ich mal gespannt. Mit denen verlassen wir mal die Werkstatt. Wow. Aber stopp mal, wenn wir... Nee, stopp mal. Wir bräuchten ja mit denen ganz anderen Sattel, ne? Wie waren das? So, wir haben ja hier einmal ein Tieflader. Wo haben wir noch was hier? Irgendwo hatten wir noch was. Ja, und hier den hier. Und hier noch die Pritsche, ne? Ist ja der lange. Okay. Wie wir jetzt ja natürlich nicht geguckt, können wir mit den, wenn wir den individualisieren. So, wir haben Abschleppbühne, bla bla bla. So, ja. Kraftstoff. Dings. Hier könnten wir hinten das auch ranschnallen. Ich sag nur mal so. Ne? Darum geht's mir ja. Zack, zack, zack. Könnten wir alles machen. Wenn wir jetzt den sagen, hier abmontieren. Dann haben wir ja gar nichts, ne? Oder was haben wir jetzt drauf? Gar nichts. Also wir haben ja auch so ein Ding hier hinten dran. Ne? Also wir können den montieren. Ich sehe keinen Unterschied. Oder den abmontieren. Okay. Hm. Ah ja, guck mal. Wir haben jetzt nichts mehr drauf. Bin mal gespannt. Wir haben noch nie mit sowas hier rumgefahren. Das sieht natürlich sehr interessant aus, was wir hier machen. Ja, auch mal gespannt, wie weit wir hier denn jetzt so kommen, ne? Alter Schwede, hat der ein Wendekreis. Da siehst du, kann man mal sehen. Erwin sagt so, hier das Auto schlechter Tausch, ne? Emma sagt so, gutes Auto. Jeder hat so eigene Geschmäcker wahrscheinlich dann auch dabei, oder er hat so bestimmte Sachen, ja, mit denen er so zurechtkommt oder mit denen er Aufgaben, mit denen er das geschafft hat mit diesem Gefährt, und deswegen ist das Gefährt dann cool. Ich habe die Erfahrung noch gar nicht, deswegen würde ich hier einfach mal so ein bisschen hin und her fahren, um für mich selber zu ergründen, so, jo, lohnt sich das denn jetzt oder lohnt sich das jetzt nicht? So ist immer an. Gut. Also das hier geht relativ noch einfach, ne? Aber ich weiß nicht. Jetzt gucken wir uns das mal so ein bisschen an. Also ich glaube, der Weg hier hinten lang ist scheiße. Also probier es mal hier gleich durch. Und wenn wir hängen bleiben, ist es natürlich. Oh, wir bleiben schon hier. Aber klar, vorne können wir jetzt da so ein Ungetüm an Wasserloch jetzt erwischt haben, ne? Wenn wir irgendwo in der Mitte auch aufhängen, dadurch, dass wir ja vorne den Reifen so weit weg haben, wird natürlich dann alles eine lustige Sache. Aber das, denke ich mal, könnten wir hier alles gut schaffen.
Das sieht lösbar aus. Ah, der ist ganz schön lang, muss ich sagen. Ich mache auch ehrlich gesagt mal. Ah, jetzt sind wir verklickt. Wie morgens, dann sieht man ein bisschen mehr. Ich habe einen Zaun kaputt gefahren. Ich hoffe, die mögen mir verzeihen. Die Frage ist ja nur hinten, ob wir uns irgendwie denn auch rausdrehen können irgendwie, ne? Mit denen hier, der scheint hier mehr Kraft zu haben. Mehr Zielkraft, Leistung hast du nicht gesehen. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir einfach zu tief, zu matschig und wir können das gar nicht machen. Das kann natürlich alles irgendwie sein. So, wird der Zeit. So, und das geht noch geradeaus alles. Hier geht's nach Bill, aber ja, wollen wir nicht. Das ist erst beim nächsten Junggesellenabschied, werden wir Bill wiedersehen. Aber der findet denn woanders statt, ne? Aber bestimmt nicht da bei Bill. Kann ich mir nicht vorstellen. Mich würde mal auch interessieren, ab wann es denn so Sinn macht, auf andere Karten zu spielen. Also so mal so nach Alaska zu schnuppern oder so. Da kennt ihr euch natürlich ein bisschen besser aus, wann es so Sinn macht. Würde ich trotzdem, wir waren ja schon mal in Alaska, ne? Ich war ja schon mal kurz dahin hingewandert, aber... Wobei ich einmal da war, ist es ja nicht, ne? Das, so. Wir könnten ja jetzt hier. Siehst du, wir hätten ja auch Betonplatten. Ne, nicht mitnehmen können. Da Betonplatten mitnehmen können. Ja, das müssen wir ja. Oder von hier, vom Bohrplatz, könnten wir da auch noch mitnehmen. Ja, da müsste man einen Kran haben, ne? Ja, einmal mit dem Kran. Das hat der natürlich nicht mehr dran. Achso, ich wollte mir das markieren, ne? Wir fahren jetzt hier einfach so lang. Hier, hier, hier. Und dann versuchen wir mal den Weg hier hochzukommen. Und dann mal gucken, wo wir denn letztendlich da geht. So, einmal da mit unser Heavy. Ne, wir hängen schon so ein bisschen schon wieder fest im Matsch. Irgendwie sehen die Reifen, die oben drauf sind, an der Winde, größer aus als alte andere. Finde ich jetzt persönlich größer aus als die anderen Reifen. Ich stell mir gerade vor, du lebst hier, ne, wie Bill, wird es ja auch eine Tante Emma geben, ja, die will früh ihre Brötchen holen und fährt mit ihren kleinen Opel Corsa den Hang runter und dann kommt so ein Heavy Duty in die. Und dennoch so mit so einem Fahrer wie mich dahinter, weißt du? Das ist eine lustige Vorstellung auf jeden Fall. Irgendwie schafft das. Irgendwie geht es hier auch hoch. Da muss ich hoch. Oh, das hätte ich mir aber anfangs ein bisschen besser angucken müssen. Ach du Heiliger. Aber er schiebt das irgendwie, ne? Also der Matsch jetzt so hier stört ihn wohl nicht. Aber wir wissen ja jetzt nicht, wenn wir hier die große
einen großen Anhänger hinten dran haben, wie den aussieht, ne? Kann natürlich dann auch sehr, sehr anstrengend werden. Jetzt nicht, warum ich hier dann kurven möchte, aber irgendwie ist auch bitte so wieder bessere Weg, finde ich. Ach du Heiliger, wo sind wir denn jetzt? Ach, das haben wir gar nicht so richtig gesehen, ne? Na, mal so tief wird das ja für uns nicht werden. Weil wir ja relativ tief das Auto haben. Aber das ist schon jetzt hier. Heftig. Aber das geht. Cool. Habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, ne? Wir auf jeden Fall wissen, ob wir das ziehen können, das Vieh da hinten, ne? Kann natürlich sein, dass wir das ein bisschen alles umsonst machen. Ne? Dass wir das nicht ein bisschen ziehen können und dann, ja, war es ja dem halt. Sonst hochgekarrt die das kleine Gefährt hier. Oh, da steht er schon. Dann wird die Kurve nicht so richtig nehmen. Weiß auch nicht, ob wir sagen. Also geht noch nicht. Wir sind vorwärts und dann ziehen wir uns das Teil hier so ein bisschen. Okay. Aha. Ich hätte da bleiben sollen. Ich hätte einfach da versuchen können, hochzuziehen, ne? Statt jetzt hier in den tiefen Scheiß reinzufahren. Also klar, wir machen jetzt ein bisschen vorwärts, machen ein paar Zentimeters. Wir sickern ganz schön, also sind ganz schön tief drin. So. Okay, das ist jetzt nicht so im Sinn und Zweck der Sache, ne?
Kann man das jetzt hier? Und den Auftrag nochmal neu machen? Ja. Bitte eine Quest neu starten. Wie hieß die Quest? Das hier ist die Quest. Und das ist die Quest. Und die andere Quest? Das war einfach nur Anhängerquest, ne? Das war keine Quest. Ich wollte einfach nur einen Anhänger haben. Und jetzt habe ich ihn gelöscht. Ja, siehst du. So kann man es auch aus dem Weg. Also praktisch haben wir den ja jetzt weggebracht, ne? Praktisch. Ja, doof gelaufen, ne? Umgekippt und dann verloren. So, ja, gut. Ist halt so, ne? Nehmen wir es so, wie es ist. Ich danke euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann mit ein bisschen mehr. Ja, schauen wir mal. Ne? Vielleicht da unten Bohrplatz. Wir fahren da mal unten hin. Gucken, wie weit wir kommen mit unserem neuen Gefährt. Also, bis dann. Ciao.